Ah, Bubo, vorsichtig. Ja. So, jetzt haben wir es 19 Uhr gleich. Dann können wir ja ins Diner fahren und auch was essen. Ihr seht, der Himmel wird langsam dunkel. Hoffentlich reicht der Sprit noch bis dahin. I want to see every Richard Donner movie on the day they premiered. Every single one. Goonies, Lost Boys. Oh, die Goonies kenne ich. So gut war der gar nicht. But my favorite has to be Lady Hawk. That was back in 1985. Same year as Goonies. Both Rutger Hauer and Michelle Pfeiffer really shined in that one. But more than anything, it's the story setting that was really good. A love story about a cursed knight that changes into a wolf at night. Cursed maiden that changes into a hawk during the day. Very romantic. Don't you think so, Sam? They can only be together at dusk, right between day and night. Together as humans for only a brief moment. Perfect setting for a fantasy movie. Hmm. I just had a thought, Zach. I really like those movies that have women changing into animals. Can you tell which movie I just remembered? That's right, Zach. With Nastassia Kinski in the lead role. Oh, wir können sogar Licht anmachen. I better concentrate on driving. We'll finish this later. Ich finde es sehr cool, dass es langsam dunkel wird. Und nicht so auf einen Schlag. Vielleicht können wir ja jetzt in Annas Haus gehen. Das versuchen wir mal. Den Sprit haben wir ja noch. Und dann essen wir einfach unterwegs was. Ja. So, hier ist ein Haus. Das ist geschlossen. Und Annas Haus ist offen. Ah, also raus mit uns. Ich hoffe, länger als 2 Stunden dauert das nicht. Naja, wir haben ja sogar fast 3 Stunden. Essen wir kurz irgendwas? Wir haben mal diesen komischen Fisch gefangen. Was ist denn der Fisch? Man weiß es nicht. Das muss. Nein, das muss erstmal reichen. So, auf zu Annas Haus. Das war da vorne. Wow, oh Gott, was war das denn? Hallo?
Ah, es kann sein, dass der Fisch im Kasten gelandet ist. Hallo, Annas Mom? Annas Mom, wo bist du? Da. Hier, Sidequest. I'd like to ask you some questions about Anna. Anna. Oh, why did she have to die? She was so happy, so full of life, Anna. She loved that dress in the picture so much. She looked so pretty in it, but now she won't be able to wear it again. Yes, that dress. I can't find that dress anywhere. That dress? Her dress. Where is it? Without it, I... She looked so pretty when she wore it for prom. She was the prettiest girl in town that night. So why did she... Where's that dress? Where? Oh God. I don't think we'll get much more out of her like this. Maybe if we find the dress and bring it to her, she'll calm down enough to talk. Da-da-da-dam. Sidequest Nummer 27. So, jetzt dürften wir nämlich auch. Da. Hier. Jetzt ist nämlich das Sidequest-Dingens freigeschaltet. Haben wir irgendwie eine Uhr? 19:06, ja, passt. Also müssen wir jetzt hier irgendwo das Kleid finden. Ich denke mal, das ist oben. So, hier habe ich dann aufgehört, mir das Let's Play anzugucken. Geht's hier weiter? Nee. Es ist so dunkel in diesem Haus. Oh, Bibliothek. Look, Zack. It's a picture taken during her prom night. There are no other pictures of Anna in a dress. This blue dress here, then, must be the one Sally is looking for. She does look like a goddess. Sally was right. She sure is pretty. That smile would make any man turn to butter. Naja, diese Augen aber nicht. Die sehen so ein bisschen psychisch aus. Okay, wir wissen jetzt, dass das Kleid blau ist. Ich brauche den Schlüssel. Okay. Also müssen wir erst einen Schlüssel finden. Das ist bestimmt Annas Zimmer. Würde Sinn ergeben, das abzuschließen. Vielleicht müssen wir auch mit Sally reden. Zack, this is it. This is the same dress as the one in the prom picture. Let's take it to Sally. Ja, und sie hat das Kleid anscheinend auch noch in Beige, Rot und Grün. War aber einfach. Ich hoffe, da gibt es eine Trophäe für. Trotz allem. Auch wenn es einfach war. Haben Sie das Kleid gefunden? This is it. The dress. This is Anna's dress. Ha. Anna. Oh, Anna. Anna. Sally, we found the dress. So please tell me more about Anna. She was such a good girl. She was the most beautiful girl in town, with pretty blonde hair. Everyone around her just loved her.
On the night of the murder, was Anna at home? Yes, I think so. You think so? That day, the day she died, I stayed over at a friend's place. If only I'd been here, Anna might not have gone through... Where did you stay that night? I was... So, in other words, you have no idea what Anna was up to that night. That's wrong! She wasn't the kind of girl that would walk around at night. She was always dancing under the sun. Yes, under the pouring sunshine. Like this. Zach, look. A key fell from Anna's dress. Maybe we can use this to get into Anna's room. Sorry, Sally, but we're going to have to take a look in there. Okay. Jawohl, da war sie. Okay. Eben auf die Uhr schauen. Ach, 19:10 Uhr. Die Zeit geht ja gar nicht rum. Wo bin ich denn jetzt? In der Garage, nein. Da wollte ich aber nicht hin. Dass in Amerika die Zimmer immer alle direkt miteinander verbunden sind. Ich finde Flure besser. Ja, Flure sind so ein bisschen... Schon wieder falsche Tür. Flure sind so ein bisschen toter Raum. Aber ich mag es zum Beispiel nicht, wenn ich durchs Wohnzimmer laufen muss, um in die Küche zu kommen. Und es ist auch voll gruselig, dass in amerikanischen Häusern, wenn man die Haustür aufmacht, direkt im Wohnzimmer steht. Ich meine, man ist ja, hat vielleicht nasse Schuhe an oder es zieht oder so. Dann ist es doch scheiße. Ich meine, hier geht das jetzt. Hier ist wenigstens hier so ein Eingangsbereich. Aber oft hat man das ja, das sieht man zum Beispiel bei King of Queens oder der Cosby Show, dass man dann direkt im Wohnzimmer steht. Und das finde ich nicht gut. Auch in einem Wohnzimmer sollte ein bisschen Privatsphäre herrschen, dass man da auch mal eine Tür zumachen kann. Und was für eine Tür, wenn sie keine hat? Okay. Neue Sammelkarte. Annas Kleid. Mit Brüsten. Habt ihr gesehen, was für dicke Hupen das Kleid hatte? Überall Make-up. Sie hätte ordentlicher sein müssen. War sie denn in keinen verliebt? Willst du das öffnen? Ja. Mädchen schminken sich auch dann nicht, wenn sie verliebt sind. Das ist von jedem zu jedem anders. She was at an age that craves excitement. Was ist das? Doesn't matter what town you're from. Girls will be girls. You know, Zach, in this wonderful country of ours, there are no good old-fashioned towns left. None at all. Day one. Today is the day of the ceremony, and I'm a little nervous about it. Day two. The first time he used it on me, it was so amazing. So exhilarating. Day three. He doesn't let anything slip. I'm really worried about Becky. Day four. Delivery man Q won't be able to protect Becky. So that's the last page written. It's very interesting. You can learn a lot from a diary. So we have this unnamed he, Becky, and this delivery man, Q. Zach, this could be more interesting than I thought.
Stimmt, wir erinnern uns an das Mädel am Anfang von dem Kapitel. My name is Becky. Das Tagebuch von Anna. Jawohl. Können wir hier noch hingehen? Hat sie ein eigenes Bad? Tatsache. Wir können uns hier rasieren. Mit was? Ihrem Lady Shaver? Wo kommt denn jetzt Sally her? Ach, die meinen bestimmt eine Etage tiefer. Okay. Wow. Du schon wieder. Was willst du? Anna? Oh, Anna. Gehen wir am diesem Wochenende ins Diner. Das wäre wundervoll. Schenk mir jetzt dein Lächeln. Gott, ist die freakig. Gut. Was sagt die Uhr? 7:15. Na toll. Naja, wir haben jetzt 2 Sidequests gemacht, immerhin. Knack. Das waren meine Knöchel. Fingerknöchel, wie auch immer. Ist jetzt 8:15 tatsächlich, in echt, morgens. Ich werde jetzt mal die Parts rendern und mir noch einen Kaffee machen und dann mal gucken. Ich bin ja jetzt stolze Besitzerin von Disney Infinity 2.0 und es macht unglaublich viel Bock und ich möchte gerne den ganzen Tag Disney Infinity spielen. Mach das auf. Na, was ist da drin? Ja, Kugeln! Und hier bricht die Framerate immer ein. Das ist bei denen im Let's Play auch passiert. Das habe ich noch gesehen, wie sie in den Briefkasten geguckt haben. Steht hier ein... Das ist aber nicht mein Auto. Nee. Das könnte ich nehmen, möchte ich aber nicht. Wir laufen nochmal rüber zu dem anderen Haus. Vielleicht ist das ja jetzt offen. Nein, immer noch zu. Dann gehen wir rüber zum Diner, speichern und beenden das Ganze für jetzt. Ach, wir können auch hier speichern. Ich habe jetzt lange nicht mehr gespeichert. Na? Übrigens gibt es, wenn ihr PlayStation Plus Mitglied seid, das Spiel im Dezember kostenlos für euch. Also holt es euch, es lohnt sich. So, das war's und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.